gibt es einen Ijma' über das Verbot von Augenbrauen zupfen. Schwestern, die dies praktizieren, sagen, es gibt eine Meinung, die das erlaubt, und die sagen, das Verdünnen ist erlaubt, aber die Form der Augenbrauen darf nicht verändert werden. Also, das Augenzupfen ist haram. Augenzupfen oder nur ein Haar nehmen oder verschönern, das ist wie, du willst was haram ist, willst du halal machen. Du sagst, ja, Alkohol trinken ist haram, ja, aber einen Schluck kannst du nehmen. Das ist genau die Geschichte. Das sind Leute, die versuchen, irgendwie zu mogeln in der Religion. Musik, ja, schlechte Musik ist haram, aber von Marokkanische kannst du hören. Hip-Hop ist haram, aber Dings Marokkanisch kannst du hören. Oder Mohammed Abdo kannst du hören. Das ist diese Quatsch von diesen Leuten. Und wenn das mittlerweile, ich sag das immer wieder, mittlerweile hast du für alles, findest du irgendeinen, der dir irgendwas erzählt, dass es irgendwas erlaubt ist. Mittlerweile, die letzte Schrei war einer in Saudia, der gesagt hat, dass mit Ikhtilat und so, Geschlechter vermischen und so, das gibt es gar nicht in der Religion. Das ist nur erfunden von manchen Gelehrten, die streng sind und so weiter und so fort.